Nun ist es endlich an der Zeit, eine der faszinierendsten Städte der antiken Welt, Alexandra, genauer zu erkunden. Wir haben Rom bereits aus vielen verschiedenen Blickwinkeln erkundet, von seiner städtischen Struktur über seine Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte bis hin zu seiner sehr hohen Bevölkerungsdichte. Und wir haben dasselbe auch mit dem neuen Rom Konstantinopel gemacht. Aber lange vor Konstantinopel und sogar vor Rom war Alexandra die größte, wohlhabendste und am dichtesten besiedelte Großstadt der Antike. Und in diesem Video werden wir diese großartige Stadt der alten Welt im Detail analysieren. Schon in einem der ersten Videos auf diesem Kanal habe ich über die extrem hohe Bevölkerungsdichte des antiken Roms gesprochen. Rom hatte eine Stadtfläche von 14 Quadratkilometern innerhalb der Aurelianischen Mauern und wahrscheinlich noch einige Quadratkilometer außerhalb der Stadtmauern, insgesamt etwa 20 Quadratkilometer. Wir wissen, dass die Spitzenbevölkerung Roms zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Menschen lag. So würde der Medianwert 1 Million eine unglaublich hohe Bevölkerungsdichte von 50.000 Menschen pro Quadratkilometer ergeben. Wir sehen, dass es derzeit nur eine Stadt auf diesem Planeten gibt, die eine höhere Bevölkerungsdichte aufweist, nämlich Mali, die Hauptstadt der Republik Malediven. Auch das antike Konstantinopel hatte eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Innerhalb der theodosianischen Mauern gab es ein Bevölkerungsgebiet von 14 Quadratkilometern. Allerdings war nicht das gesamte Gebiet besiedelt. Und wir können annehmen, dass vielleicht 10 bis 12 Quadratkilometer besiedelt waren. Die Schätzungen für die Bevölkerung von Konstantinopel variieren stark. Aber laut Cyril Mango, einem Historiker und Experten für das Layout und die städtische Struktur von Konstantinopel, hatte die Stadt eine Höchstbevölkerung von 600.000 Menschen. Wir sprechen also von einer Bevölkerungsdichte von 50.000 bis 60.000 Menschen pro Quadratkilometer ähnlich und vielleicht etwas höher als die von Rom. Aber lange bevor Konstantinopel im Jahr 330 nach Christus gegründet wurde und sogar bevor Rom eine Weltmacht wurde, gab es eine andere Stadt in der antiken Welt, die absolut unglaublich gewesen sein muss. Natürlich spreche ich von Alexandra. Alexandra wurde von Alexander der Große im Jahr 331 vor Christus in einem Gebiet gegründet, das sehr wahrscheinlich schon vorher in irgendeiner Form bewohnt war. Menschliche Aktivitäten können in der Gegend sogar bis in das alte ägyptische Königreich zurückverfolgt werden, also zwischen dem 21. und dem 27. Jahrhundert vor Christus. Nach der Gründung von Alexandra kehrte Alexander nie wieder an den Ort seiner neu gegründeten Stadt zurück und starb, wie wir wissen, bereits 8 Jahre später im Jahr 323 vor Christus. Sein Reich zerfiel infolgedessen in kleinere Untergruppen, die von seinen jeweiligen Generälen regiert wurden. Einer dieser Generäle hieß Ptolemäus und er nahm Besitz von Ägypten, sogar brachte er Alexanders Körper mit sich, für den er ein Grab in Alexandra errichten ließ. Im Jahr 305 vor Christus erklärte er sich selbst zum Pharao und erklärte Alexandra zur neuen Hauptstadt seines Königreichs. Und von diesem Zeitpunkt an würde Alexandra ein beispielloses Wachstum erleben, wo es sich im Zeitraum von etwa 100 Jahren zur größten Stadt der damaligen Welt entwickeln würde. Das bedeutet, dass Alexandra um 200 vor Christus bis zu 500.000 Einwohner zählte und auf seinem Höhepunkt sogar bis zu 600.000. Und bitte liken Sie dieses Video und abonnieren Sie, damit Sie keine zukünftigen Videos über die faszinierende Ära des späten Römischen Reiches verpassen. Und bitte erwägen Sie, unsere Arbeit auf Patreon oder über eine YouTube-Mitgliedschaft zu unterstützen. Denn die langfristige Nachhaltigkeit dieses Kanals hängt wirklich von Ihrer Unterstützung ab. YouTube ist nicht wirklich großzügig zu einem solchen Nischenthema über das späte Römische Reich und die Werbeeinnahmen aus den Videos sind daher wirklich niedrig. Für langfristige Nachhaltigkeit brauche ich Ihre Unterstützung über Patreon oder YouTube-Mitgliedschaft. Ich glaube, Majorian wäre dankbar für die Unterstützung seines benannten Kanals. Das tue ich auf jeden Fall. Das 3. Jahrhundert vor Christus war auch die Zeit, in der in Alexandra viele seiner prächtigsten Denkmäler errichtet wurden. Der berühmte Pharos zum Beispiel,
Der Leuchtturm von Alexandra wurde zwischen 284 und 246 vor Christus erbaut. Dieses, eines der sieben Weltwunder der Antike, würde etwa 1500 Jahre lang stehen, bevor es im 14. Jahrhundert nach Christus durch ein Erdbeben zerstört wurde. Dann hatten wir das Serapion, wo ein neuer Gott verehrt wurde. Serapis, der dazu bestimmt war, sowohl griechische als auch ägyptische heidnische Gottheiten zu vereinen und so das ägyptische und griechische Volk von Alexandra zu vereinen. In dieser Zeit herrschte Ptolemäus II. Und es war auch während seiner Herrschaft, dass die berühmte Bibliothek von Alexandra erbaut wurde. Also zur gleichen Zeit wie der Pharos von 284 bis 246 vor Christus. Hier wurden unzählige antike Schriftrollen aufbewahrt, möglicherweise bis zu 400.000, was etwa 100.000 modernen Büchern entspricht, eine unglaubliche Konzentration an altem Wissen. Leider brannte sie im römischen Bürgerkrieg im Jahr 48 vor Christus größtenteils ab, als das Feuer unbeabsichtigt vom Hafen zur Bibliothek übergriff. Angegliedert war das Musaion das Zentrum des Lernens und Lehrens, das viele große Geister der antiken Welt anzog. Viele Mathematiker, Rhetoriker und Philosophen strömten aus der ganzen antiken Welt zusammen, um am Musaion zu lehren oder unterrichtet zu werden. Euklid selbst würde hier Geometrie studieren, und es war auch hier, dass der große Heron von Alexandra viele ausgeklügelte Maschinen konstruieren würde, sogar so weit, dass er fast eine industrielle Revolution mit seiner Erfindung eines rotierenden Vorläufers der Dampfmaschine, der Eolipile, auslöste. Die große Hypatia unterrichtete auch noch im frühen 5. Jahrhundert nach Christus in Alexandra. Bis 100 vor Christus geriet Ägypten immer mehr unter römischen Einfluss, bis es schließlich 30 vor Christus endgültig in das wachsende römische Reich eingegliedert wurde. Wir können davon ausgehen, dass die städtische Struktur der Stadt über hunderte von Jahren ziemlich konstant blieb, und bereits 200 vor Christus muss die Stadt das Aussehen gehabt haben, das auf dieser Karte hier gezeigt wird. Die Stadt war sorgfältig geplant und länglich geformt, mit einer sehr großen Straße, die von Westen nach Osten verlief, genannt die Kanobische Straße. Der Pharos befand sich auf einer Insel im Norden, die Bibliothek und das Musaion in der Nähe des Hafens, das Serapion im Südwesten, und natürlich gab es in der Stadt auch Dutzende andere griechische und später römische Tempel, aber auch ein großes Stadion, das später auch als Hippodrom für Wagenrennen genutzt wurde, genannt das Lageion. Es befand sich möglicherweise auch im Südwesten in der Nähe des Serapion. Die Stadt war natürlich von einer sehr langen Stadtmauer umgeben. Wie wir sehen können, war die Stadt etwa 5 Kilometer lang und etwa 2 Kilometer breit, was eine Gesamtfläche von etwa 10 Quadratkilometern ergibt. Das bedeutet also, dass das antike Alexandra auch eine extrem hohe Bevölkerungsdichte von 50.000 bis 60.000 Menschen pro Quadratkilometer hatte, sehr vergleichbar mit dem antiken Rom oder dem antiken Konstantinopel. Die Art und Weise, wie antike Städte solch extrem hohe Bevölkerungsdichten erreichen konnten, bestand darin, sie in Gebäuden unterzubringen, die modernen Mehrfamilienhäusern nicht unähnlich sind, mit mehreren Stockwerken. Diese wurden in Rom als Insulae bezeichnet und waren in Konstantinopel recht ähnlich. Daher können wir annehmen, dass auch in Alexandra die Mehrheit der Menschen in diesen überfüllten Insula-Apartment-Gebäuden lebte, da sonst eine so hohe Bevölkerungsdichte nicht erreichbar gewesen wäre. Interessante Tatsache: Die höchste jemals erreichte städtische Bevölkerungsdichte gab es in der ummauerten Stadt Kowloon, wo 50.000 Menschen auf einer Fläche von nur 210 mal 120 Metern lebten. Dies entsprach einer Bevölkerungsdichte von unglaublichen 1,93 Millionen Menschen pro Quadratkilometer. Also selbst wenn die Bevölkerungsdichten des alten Alexandra Rom und Konstantinopel sehr hoch waren, sind viel höhere Bevölkerungsdichten erreichbar. Zur Zeit des Endes der Römischen Republik und der Geburt des Römischen Reiches muss Alexandra irgendwann von Rom in Bezug auf Größe und Bevölkerung übertroffen worden sein, wahrscheinlich irgendwann im 1. Jahrhundert vor Kürze. Dennoch blieb Alexandra für hunderte von Jahren extrem bevölkert und beeindruckend. Selbst die zypriotische Pest, die in den 250er Jahren nach Christus
stark in Alexandra wütete und ihre Bevölkerung halbierte, konnte diese prächtige Stadt nicht beenden, da sie sich danach erholen würde. Nach dem 4. Jahrhundert nach Christus stieg Konstantinopel schnell auf und wir hatten dann für eine Zeit drei sehr große Städte im Römischen Reich, um das Jahr 400 nach Christus alle mit mindestens 500.000 Einwohnern, Rom, Alexandra und Konstantinopel. Es war während dieser Zeit, dass die Stadt religiöse Unruhen erlebte, bei denen ein fanatischer christlicher Mob gegen Heiden kämpfte, die sich im Serapion verschanzt hatten. Aber leider hinderte dies die Christen nicht daran, viele heidnische Statuen niederzureißen und heidnische Tempel zu beschädigen. Im Jahr 415 kam der absolute Tiefpunkt, als diese frühen christlichen Fanatiker die besagte berühmte Hypatia von Alexandra töteten. Diese Ereignisse werden im Film Agora dargestellt, der, obwohl natürlich nicht immer völlig genau, einer der sehr wenigen Filme über das Leben im späten Römischen Reich und wie der Aufstieg des Christentums die Heiden beeinflusste ist. Insgesamt ist es historisch genauer als Filme wie zum Beispiel Gladiator, und ich kann es daher sehr empfehlen, zumal es fast keine Filme über das späte Römische Reich gibt. Nach der Mitte des 5. Jahrhunderts nach Christus begann Rom zu verfallen und das Weströmische Reich löste sich bald darauf auf. Aber das Oströmische Reich bestand weiter und trotz alledem blieb Alexandra weiterhin strahlend. Viele Neuplatoniker lehrten noch in Alexandra, wie sie es auch in der alten platonischen Akademie von Athen taten, und dies würde sogar bis ins 6. Jahrhundert hinein andauern, bis der Kaiser Justinian in einer seiner intolerantesten Handlungen beschloss, diese alte tausendjährige Institution nicht mehr zu finanzieren. Im frühen 7. Jahrhundert kam Alexandra dann kurzzeitig unter persische Herrschaft im verheerenden römisch-sassanidischen Krieg im Jahr 619, nur um wenige Jahre später von den Oströmern unter Heraklius zurückerobert zu werden. Und nur um dann kurz darauf im Jahr 641 an die Arabische Republik zu fallen. Es wurde 645 kurzzeitig von den Oströmern zurückerobert, nur um dann im selben Jahr endgültig an die Arabische Republik zu fallen. So endeten 1000 Jahre griechischer und römischer Herrschaft für Alexandra und die Stadt durchlief danach über viele Jahrhunderte hinweg eine starke kulturelle Transformation und wuchs in Größe und Bevölkerung, bis sie das moderne Alexandra wurde, das wir heute kennen. Und wenn Sie mehr über die städtische Struktur des antiken Konstantinopel erfahren möchten, können Sie dieses Video hier in der oberen rechten Ecke ansehen. Wenn Sie jedoch mehr daran interessiert sind, wie Rom unter der Herrschaft der letzten römischen Kaiser aussah, können Sie das andere Video in der unteren rechten Ecke ansehen. Ich sage nochmals Dank an alle Freunde der römischen Geschichte, Gratias amici römisches Reich, und benevolete.